Hallo ihr Quirlinge, willkommen zurück zu The House of Da Vinci. Wir sind im Haus von Da Vinci mit einem namenlosen Helden. Wir wissen gar nicht, wie er aussieht. Und haben es nach langen Belagerungen endlich geschafft, nicht in den Winkel zu machen. Jetzt können wir in den Beichtstuhl laufen. Und der ist nicht mehr ganz so dunkel. Und jetzt können wir mit dieser ganzen Mechanik auch endlich ein bisschen was anfangen. Oha. Ach so. Ich stelle mal gerade die Tipps wieder aus. Hinweise aus. Da will ich eigentlich aus Versehen drauf. Torkele mit der Maus. Was ist zu tun? Wir müssen offenbar einen Reiterkampf nachstellen. Da ist jemand auf einem Pferd und reitet. Ah, okay. Das hilft. Wir sehen, wie es sein muss. Muss ich hier drehen? Aha, da kommt der erstmal zurück. Das ist schon mal richtig. Der muss zurück. Noch ein Stück weiter, richtig? Also jetzt... Also das ist ein bisschen zu hoch noch, aber so im Großen und Ganzen passt das. Nee. Ach, jetzt kommst du. Er bewegt ihn wieder zurück. Also der bewegt alles nach links. Und der bewegt alles nach rechts. Ich kann an diesen Figuren selber auch nichts tun. Also das scheint mir ja relativ gut zu passen, was jetzt die linken Figuren angeht. Schieb's hoch und runter. Nichts passiert. Halt! Geh rein, mach das hier mal weg. Das nur zum Drehen. Mit den Figuren selber kann ich hier nichts tun. Er hat eine lustige Mütze. Was? Achso, gedreht hier? Ja. Das Ding. Was soll man das denn sagen? Nein! Nein, 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 nein. Oben, unten, Mitte. Ich kann es verschieben, ja, verstehe ich. Der Säbel passt jetzt sehr gut. Das Pferdebein müsste noch ein bisschen nach links eigentlich. Wobei, das passt halt nicht so hundertprozentig. Aber im Wesentlichen passt das so. Oder ist das dafür da, dass man einstellen kann, ob man beide Figurengruppen bewegt oder immer nur eine? Weil dann könnte ich es da so hinbekommen, dass... Ach so, guckt. So ist das tatsächlich. Jetzt bewegen sie sich aufeinander zu. Jetzt alle nach rechts oder links. Und da...
Gott, irgendwie noch ein bisschen auch was gemacht. Also auf jeden Fall müssen sie sich erstmal aufeinander zubewegen. Ungefähr so. Jetzt alle ein bisschen in die Richtung. Das war's schon. Alles klar. Sonne und Mond und eine Nachricht. Und es ist wieder dunkel hier. Ich möchte nicht nochmal das Licht anschließen müssen. Bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht. Sonne und Mond, ja. Oh, kann ich. Ja, wollte ich nicht. Wenn du diesen Brief liest, haben die Umstände es nicht erlaubt, dass ich zur Werkstatt zurückkehre und dass sich meine Befürchtungen bestätigt haben. Nicht nur meine letzte Arbeit, sondern auch das ganze Wissen, das im Laufe meines Lebens ich erworben habe, da fällt irgendwo ein Ich, ist in Gefahr. Aber du musst weitermachen. Ich flehe dich an, jetzt nicht zu gehen. Gehen? Wie soll das überhaupt gehen? Kann gar nicht gehen. Also ich komme hier nur durch. So, dann stehe ich hier. Na du? Kann man mit dir irgendwas machen? Das sind die ganzen Kameraden hier. Links, hier vielleicht? Ja, du scheiß Kohlebecken! Warte mal, da ist doch hier eine Welle, ein Zahnrad. Das läuft da die ganze Wand lang. Da ist ein Lichtstrahl dorthin. Warte mal. Also mit mechanischen haben wir hier nichts und. Ah, okay, verstehe. Dann. Was ist hier passiert? Wir fangen an. Nee. Wie war das? Aha. Der Mondschein strahlt über dieses Ding und enthüllt irgendwas. Genau jetzt. Was enthüllt er? Ah, er enthüllt den vitruvianischen Menschen. Ach komm, der ist ja schon fast gut. Dieser Stempel. Kann man den nehmen? Nein, der ist hier unten eingefasst. Ah, warte mal, hier. Da ist eine Linie. Da ist eine Linie. Die ist gut getroffen, finde ich. Ach, hier ist so ein. Ach, das kann jetzt gar nicht mehr. Ach, das war's schon. Ah, jetzt kann ich das hier drehen. Um was zu erreichen. Ah. Das kam unerwartet. Den Kelch brauche ich nicht, oder was? Der lag doch da. Kann man hier... Das ist Feuerstein und... Zunder kann man hier einfach irgendwie. Ja, kann man. Ja, nimm nur. Wer macht denn da Sachen kaputt? Tap, tap, tap.
Okidoki. Innenhof. Ich bin in Meister Leonardos Garten. Es ist... Nein, er ist sehr vorsichtig, also könnte dieser Ort voller Überraschungen sein. Ja, von Gärtnerei hat er keine große Ahnung. Das ist ja nur Unkraut. Er züchtet Sumpfkraut, ganz offensichtlich. So kommt er auch auf gute Ideen. Da müssen wir ganz offensichtlich weiter machen. Da hat jemand keine Zeit. Der wartet auf irgendwelche Sensendinge. Metallwerkzeug. Ich mache alles kaputt. Sensengriff. Ja. Kann ich auch Dinge kaputt machen? Nee. Ah, doch. Das ist... Ist das dafür? Nein. Für den Sensengriff wird das nicht sein. Nee, okay. Das kann man irgendwie drehen. Irgendwas machen am Stundenglas. So, das kriegen wir schnell hin. Wir müssen bestimmt noch irgendeinen Hotspot hier haben. An dem Tor vielleicht. Nein? Hier? Soll noch mehr Licht kriegen? Die Tür selber wahrscheinlich. Hier kann ich was drehen. Aha. Geht nur so. Ja. Nein. Besser kriege ich es nicht hin. Das ist viereckig. Und vorn so ein bisschen spatelförmig. Und das hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zacken. Ist doch genau dafür. Ist das nicht genau genug? Doch. Ey. Das ist irgendwas zum Runterschieben. Faltbarer Holzgriff. Moment. Müssen wir uns anschauen. Ah, da passt auf jeden Fall das rein. Schraubenzieher. Okay. Will ich eine Schraube ziehen? Nein. Ich möchte eigentlich... Ganz ordinär. Wobei, Schrauben ziehen? Hier oben? Brauchten wir eigentlich nicht. Wir können es versuchen, aber... Das ist nicht das Richtige. Oh, ist hier hinten noch was? Nee. Aha. Hat irgendwas mehrere Schichten. Nee, es hat damit nichts zu tun. Hier ist alles leer. Eine Schraube gibt es ja auch nicht. Das ist das Richtige, nach wie vor. Das muss da rein, natürlich. Es passt doch. Will er aber nicht machen. Okay, verstehe. Fertiger Griff. So. Das ist ein Holzschaft. Müssen wir uns anschauen.
Eine Welle. Und so ein Zahnrad. Wofür kann das sein? So, gedreht haben wir hier alles. Da haben wir alles. Mehr geht hier nicht. Warte mal, können wir hier... Das ist eine Schraube. Habe ich gerade gesehen. Ah, die rutscht runter und dann... Ah, das ist ein schönes Versteck. Seltsamer Schlüssel. Mhm. Da waren wir ja schon... Oh, da ist noch was. Waren wir da schon drin? Wir haben gerade nichts, was da reinpasst. Da? Ach nee, das ist vom runtergerutschten Sensenkopf. Aber da, unterm Fingerchen, dieses Ding, dieses Loch. Ach nee, das war hier, weil es da oben drin war, vermutlich. Dann haben wir das also auch schon. Dann hat der Sensenmann ist... Ah, hier, doch noch was zu verstecken. Nomen Illi, kann man hier irgendwie was... Nee, kann man nicht. Auch nicht. Da muss man was einsetzen. Da ist so eine Fuge. Wir brauchen so einen Stein, den man da ergänzen kann. Da ist noch was. Ist es ein Reihenfolgenrätsel? Denn erstaunlicherweise gehen... Also zwei kann ich immer drücken. Dann ändert sich aber nichts. Zwei kann ich immer drücken. Komm auch nicht wieder raus. Also. Die beiden sind's nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So. Ich schlussfolgere, dass der oder den ersten nicht dabei ist. Weil ich glaube, ich habe es alle Kombinationen, wo der dabei ist, gemacht. Mit anderen Worten, kann ich jetzt gedanklich streichen. Drei. Der ist irgendwie auch nicht dabei. Wobei, wir haben den, glaube ich, vergessen. Es kann auch sein, dass wir irgendein Muster hier eindrücken müssen. Ich gebe zu, ich habe auch irgendwie den Anschluss verloren hier. Was? Ah.
Also, ich kann beliebige Muster aus drei Knöpfen reindrücken. Ich glaube, dass ich das auch tun muss. Aber dies alle durchzuprobieren ist mir zu doof. Ich habe einiges durchprobiert. Es war nicht das Richtige dabei. Ich habe zwei Sachen, die ich benutzen kann. Da muss doch mal irgendwo noch was sein. Wir müssen mal noch mal hier gucken. Damit sehen wir nichts. Das Zeitauge zeigt auch nichts. Haben wir wirklich nur die beiden Figuren und die Tür? Haben wir nichts anderes hier? Ich meine, wir sind hier im Garten. Da oben ist nichts. In den Säulen ist auch nichts. Den haben wir gut geleert hier, den linken. Mit dem Quader haben wir noch nicht wirklich was getan. Ist der Schlüssel dafür da? Das ist wohl ein Nein. Und das Ding natürlich auch nicht. Wie soll das da passen? Ist da irgendwas an den Fingern? Ich sehe nur die Sanduhr mit Dingen. Unten im Sockel, da fehlt was. Da können wir aber hier nichts einsetzen. Das wäre seltsam. Da brauchen wir irgendeinen Schriftzug. Das da macht mir zu schaffen. Wir können doch mal gucken, dass wir nicht wirklich hier... Oh, was? M-O-R-S. M-O-R-S. Hier gibt es ein M, O, aber kein R und kein S. M oder S. Ach, hier steht vielleicht das drauf. Nein. Auch nicht. Was? Moment mal. Hier ist jetzt gerade die Tür minimal nach oben gegangen. Habt ihr das auch gesehen? Da hinten, die Tür ist doch gerade gestiegen. Mach mal langsam. Die Tür bewegt sich hinten, oder? Nein. 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 War das die Kamera? Da bewegt sich die Kamera. Das war dann wohl ein falscher Alarm. Das war nur ein Kameraeffekt. Wäre auch komisch, wenn man da die Tür anheben würde an einem Millimeter. Das fände ich seltsam. Ja. M-O-R-S. Was will ich denn damit machen? M-O-R-S. Da waren wir überall. Ach, Moment mal. Ich muss vielleicht mit dem Schlüssel was machen. Natürlich. Der ist noch nicht richtig. Stimmt's? Ich muss hier bestimmt irgendwie was verschieben, sag ich doch. Nee. Ja doch.
Genau so. Und dann passt er nämlich auch in dieses Dreiecksding hier. Also das Winkelschloss. Aha, jetzt kommen die Buchstaben ins Spiel. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ach, die muss man da unten einsetzen. Die passt da an die Halterung. M-O-R-S. Nomen oder irgendwie Illimos. Was heißt das? Ihr wisst es bestimmt. Ah! 1, 2, 3, ihr habt es gesehen. Das ist ein... Moment, das ist mir egal. Ah, das ging gerade nicht. Habe ich nicht genau diese Kombination schon versucht? Zahnräder. Eine Steckdose. Hier kann was aufklappen links und rechts, wie am Adventskalender. Ich muss irgendwie was tun. Das hilft mir dabei vermutlich nicht. Dann, also. Du, danke für den Hinweis. Da liegt was drin. In deiner Schnauze. Ah. Verzierter Griff. Ist hier was zu tun? Nein. Der passt aber. Hier? Nein. Da. Der passt hier rein. Da kann ich hier aufdrehen. Und jetzt kommst du ins Spiel. Dann du runter. Rauf. Ja. Und jetzt? Hier oben ist auch so ein Ansammel von Zahnrädern und Wellen. Ja, es fehlt was. Okay. Das heißt, wir müssen da das Ding nehmen. Kein Problem. Hebel. Der hat genauso ein Vierkantloch, wie wir es brauchen. Dafür richtig. Jo. Jetzt geht da was auf. Das nächste Spiel. Oh, nein. Etwas zum Nehmen. Verzierte Scheibe. Aber da muss man bestimmt wieder Dinge ins rechte Licht rücken. Oder müssen wir die erst einsetzen? Erst einsetzen. So. Jetzt kann man da was drehen. Aha, das kann man auch drehen. Okay. Wir können außen drehen und die kleinen drehen. Was muss denn da wohin? Das ist auch nicht besser als das andere. Ah, okay. Sterne, Quadrate. Ach so.
Also. Das muss so. Das hier. Muss so. Und das Ding hier, das muss dahin. Ja. Das war's schon. War ja leicht. Der Garten war kein Problem für mich. Easy. Ich hatte keine Ahnung, dass Leonardo hier noch ein weiteres geheimes Zimmer hat. Zum Glück hat er mir hier ein paar Hinweise hinterlassen. Mhm. Hi, du. Du hast Blechnieten. In deinem Korpus ist etwas enthalten. Lass mich raten. Und wir können... Also irgendwie müssen wir hier was abschweißen. Vielleicht finden wir einen Trennschleifer. Ah, Schwert. Muss man hier noch was dran rumnesteln? Das scheint... Also es ist überhaupt nicht scharf. Aber es ist intakt. Hier liegt Schutt rum. Ja. Muss da was rein? Ich kann ja nichts mit tun. Kann man das Visier anklappen? Nein, das kommt dann vielleicht noch. Moment. Die Armlehne. Hier ist was. Oder? Guck mal, hier. Hier ist so ein Böppel. An dem Kotflügel quasi. Den kann ich nicht anfassen. Die andere Seite hat den nicht. Auffällig. Ja, mit dem Ding wird noch was passieren. Da oben der Löwenkopf ist auffällig. Aber da komme ich auch nicht hin. Ist ja dunkel. Bitte kein Lichtkatapult. Oh. Hi. Ein sechseckiges Loch. Da fehlt ein Tierkopf. Wahrscheinlich von so einem hässlichen Wolf. Sag ich nur. Ruff. Da fällt auch irgendwas. Bitte hier Münzen einwerfen. Ach so, da könnte man ein Schwert reinstecken. Ah. Das ist eine... Kiste. Mit einer Art Schlüsselloch. Ich habe keine Schlüssel. Mehr kann ich hier gerade nicht. Das sind die Scharniere. Ah, hier kann man was drehen. Das sind Kratzspuren. Da fehlt auch noch irgendein Teil. Gibt es hier Spuren? Da ist auch irgendwas komisch. Ah. Ein Korkenzieher. Was soll das sein? Ich muss damit irgendwas tun. Eine Feder, oder? Eine Feder, ja. Faszinierend. Hier ist wieder was zu schieben, oder? Hier ist so ein... Hier sind doch Katzspuren. Und hier ist auch eine Art Pfeil. Aha, so.
Das weg. Das her. Was ist das? Ein kreuzförmiger Gegenstand. Der was tut? Der ist rund. Man scheint damit nichts machen zu müssen. Rund hatten wir hier. Passt das? Nein. Das da? Na, nicht zwingend. Du passt da natürlich auch nicht. Doch! Oh, du passt da. Warst du nicht rund? Jetzt kommt das Ding. Was? Das Ding da oben. Ein Klappschlüssel. Na gut, dann ist klar, was wir machen müssen. Ihn ausklappen. Klappschlüssel. Und der hat jetzt ist was Spaltförmiges. Passt du da rein? Ja. Und so geht das Ding eigentlich erstmal auf. Das da oben sind die Riegel. Hier ist der Wolfskopf aus Metall. Und eine Schlange. Die hat den Wolf leider nicht gebissen. Schade. Soll das eine Schlange mit zwei Köpfen darstellen? Ich bin echt ein großer Fan von solchen Rätseln. Denken wir mal logisch. Also, dieser Schlangenkopf ist hier ganz oben. Das heißt, das hier, da man die Dinger ja nicht drehen kann, das kann da nicht passen. Das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Das passt nicht, das würde auch passen. Also das oder das. Und der ist in der Mitte. Mitte haben wir einige. Naja, müssen wir Sachen ausprobieren. Gehen wir mal ein, zwei davon aus, dass das hier richtig wäre. Dann haben wir jetzt hier unten. Wir brauchen irgendwas, wo es unten weitergeht. Das könnte dann nur das hier sein. So. Dann haben wir was hier weitergeht. Das kann dann nur das sein. Genau. Das muss dann. Was ist das? Das sowas liebe ich ja. Das kann ich richtig gut, sowas. Ah, so. Dann haben wir jetzt das Ende hier oben. Da würde das passen oder das passen, was mehr oder weniger das gleiche ist. Das passt nicht, weil das ist mittig. Das hier ist nicht mittig. Das passt auch nicht. Wäre auch sinnlos. Also muss das jetzt dahin. Dann geht es nach oben weiter und dann kann das, was da oben ist, eigentlich auch schon bleiben. Oh, wie kriege ich das jetzt hin? Muss da sein, irgendwie. Wie war das jetzt weiter? Ich liebe solche Rätsel. Ich liebe sie. Die sind ein Hirnverzwirner. Was wollte ich eigentlich erreichen? Dass das so ist, das da oben müsste mit dem getauscht werden. Dann ist das da. Aber also
Macht das überhaupt Sinn? Also das muss da rein. Das ist mal hier oben. Dann muss das da rein. So, dann haben wir hier den Schlenker. Und dann sind wir hier ganz oben. Dann kann nur das da hin. Das wäre noch übrig. Richtig? Ja, das war dann genau. Also, es geht dann hier so, so. So, so. Da geht das runter. Und das nimmt es auf und geht es rein. Ja, das funktioniert. So ist es richtig. Ich muss nur sehen, dass ich das hier wegkriege. Wie macht man das jetzt hier? Ja. Ich muss das auch noch. Boah. Auf jeden Fall musst du erstmal irgendwie da hoch. Jetzt muss. Die beiden müssen erstmal die Plätze tauschen. Das ist immer noch nicht richtig. So, nee, ich bin völlig durcheinander gekommen. Geh hoch. Das Ding muss jetzt dahin. So. Die beiden müssen die Plätze tauschen. Ich kann das nicht. Ja, das ist alles richtig. Bis auf. So. Die beiden müssen da hoch. Die sind so richtig. Es sind nur. Ich krieg einen Anfall. Also Schieberätsel sind nicht so meine Leib- und Magenspeise, ja? Ich war schon kurz vor der Lösung und hab da doch wieder irgendwie. Alles versaut. Also du musst doch irgendwie dahin. Ich brauche ein Feld mehr Platz. Du musst hier runter. Ja.
Boah! So, jetzt alle mal dieses Video liken, weil das habe ich jetzt echt verdient. Gegenstand gefunden. Seltsames Metallwerkzeug. Gut, dass die Kiste weg ist. Das ist ein Fluxkompensator. Nein, es ist ein Metallwerkzeug der Armen. Nein, mit Armen. Und man kann gar nicht gucken, wie es da unten aussieht. Das ist irgendwie rund. Aber so ein bisschen eckig, also vieleckig unten. Das ist wie so eine Kurbel oder sowas. Was machen wir da? Das haben wir jetzt so. Genau hier. Also den Kopf setzen wir noch da ein. Aha. Und finden? Was ist denn das? Muss ich was reintun? Die Sachen nicht. Hier fehlt mir irgendeine Welle oder sowas. Oh. Ah. Seltsam geformtes Objekt. Messingkreuz. Das hat unten einen kreuzförmigen irgendwas. Ah, dass ich das hier jetzt... Warum habe ich das angefasst? Da waren keine Schleifspuren, weil es irgendwie... Es sah heller aus als die anderen irgendwie. Deswegen habe ich ja gedacht, mal probieren. Das hier sieht auch heller aus als die anderen, aber irgendwie da ist nichts. Das war echt Zufall jetzt hier gerade. Aber, sagen wir mal so, also immer wenn ich jetzt hier die Kamera bewege, heißt das ja, also so ist nur, wenn ich die Maus bewege. Wenn das passiert, heißt das, dass ich auch die linke Maustaste gedrückt halte. Und wenn ich das tue an einem Objekt, was man bewegen kann, dann bewege ich das Objekt statt die Kamera. Und ihr seht ja, wie oft ich hier an verschiedenen Punkten probiere, irgendwie was zu drehen und was zu tun. Manches ist schon ein bisschen auffälliger als anderes. Und insofern war das gerade das richtige Gespür, dass da irgendwie was nicht stimmt oder dass man die alle mal ausprobieren sollte. Oh, hier ist noch mehr. Oh, Backe, eine Kurbel und ein Hebel und eine Zahl. Und da, ne, dafür haben wir gar nichts. Wir haben vieles, aber dafür haben wir nichts. Da haben wir auch irgendwas zu tun. Naja, also wir haben sehr viele Ansatzpunkte. Ich denke mir mal aber, wir machen hier Schluss. Videos lang genug. Und weiter mit diesem Käfig hier und dem Ritter draußen, den dürfen wir auch nicht vergessen, geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!